Schönen guten Abend. Hallo. Liebe Katja Petrowskaja, in Kiew geboren, seit doch einiger Zeit hier. Sie waren hier, als der Krieg gerade ausgebrochen war, Anfang März, also vor ziemlich genau einem Jahr. Nun ist dieser Krieg ein Jahr alt. Wie geht es Ihnen inzwischen damit? Kann man sich an diese Art von Schrecken irgendwie im Leben, im Alltag gewöhnen? Ja, der Krieg dauert, guten Abend, der Krieg dauert ein Jahr zu lang. Und wir waren damals vor einem Jahr alle geschockt. Ich erinnere mich ziemlich genau, wie wir alle hier saßen. Alle waren aufgeregt. Niemand konnte an diesen absurden Krieg überhaupt glauben. Und jetzt, ein Jahr später, sitzen wir immer noch mit diesem absurden Krieg hier. Man fühlt sich fürchterlich. Also es wurde so viel Trauer geschaffen durch russische Aggression. Es sind nicht nur 100.000 tote Menschen, zerstörte Leben. Es sind auch Ruinen von zahlreichen Städten und Dörfern. Und Ukrainer, und Putin hat mehrmals gesagt, dass er die Ukraine zum Steinzeit bringen kann. Und wir haben wirklich ein absolut, vielleicht eigentlich das Beispiel von ersten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Diktatur ein demokratische Stadt angreift. Und die Steinzeit sehen wir jeden Tag. Können Sie, wenn Sie jetzt auf Bachmut gucken und die Bilder, die wir, Sie können... Also das sind die Bilder, die wir jeden Abend haben. Entschuldigung, dann ja. Sorry. Aber weil Sie heute hier sind und uns, weil es Ihr Land ist, das jetzt so aussieht, wie gehen Sie damit um, mit dieser, also wie geht es den Menschen in Ihrem Land damit? Also ehrlich gesagt kann man danach überhaupt nicht reden, wenn man das anschaut. Aber ich fühle mich wie viele Leute aus meinem Land auch pleite. Also in diesem Sinne, dass wir vor einem Jahr hier saßen alle und haben gesagt, wir brauchen Waffen, wir brauchen Schnellwaffen. Man kann Putin nicht mit irgendwelchen weiteren Zugeständnissen aufhalten. Und jetzt konfrontieren wir damit, und das ist auch Verantwortung von Europa, dass wir trotz aller, trotz Zeitwende, trotz unglaublicher Unterstützung von Medien, vielen Dank, und Bemühungen von zahlreichen Menschen, wir können sagen, wir haben alles das nicht geschafft, das zu verhindern, dass über Hunderttausende Ukrainer sterben und Zivilisten und so viele Städte ruiniert werden. Herr Ischinger. Das, was Vitali Klitschko gerade gesagt hat, dass was, wenn es langsam geht mit den Waffen, ist der Preis, den wir zahlen, eben das Leben unserer Bürger. Das würden Sie auch genau so sagen? Ich würde das in der Tat unterstreichen. Ich glaube, die Lehre, die wir alle, nicht nur wir Deutschen, die der Westen ziehen muss aus den Ereignissen des ersten Kriegsjahres, seit Ende Februar letzten Jahres, ist, dass wir getrödelt haben. Wir hätten mehr, schneller machen können, dass wir es nicht gemacht haben. Das ist der Punkt von Klitschko, hat dazu geführt, dass vermutlich mehr Leute diesen russischen Aggressionen zum Opfer gefallen sind. Die Lehre daraus muss sein, jetzt eben alles, was wir tun können, wir kollektiv, ist ja nicht nur eine deutsche Herausforderung, wir kollektiv, so schnell wie möglich, so viel wie möglich liefern, weil es gibt, um überhaupt eine Chance zu haben, dass wir irgendwann mal vom Krieg zum Frieden kommen, gibt es eine doppelte Voraussetzung. Erstens muss in Russland das Bewusstsein hergestellt werden, dass sie diesen Krieg tatsächlich nicht gewinnen können. Dass es militärisch ausgereizt ist für Russland. Dieses Bewusstsein ist vermutlich leider noch nicht vorhanden, aber das kann man schaffen, wenn man die Ukraine instand setzt, so viel Territorium wie nur irgend möglich zurück zu befreien. Und das ist die doppelte Herausforderung, die Ukraine instand zu setzen, dass sie das Gelände im Donbass im Süden zurück befreit. Und dass wir durch diese Unterstützung unseren Beitrag dazu leisten, dass in Russland die Einsicht wächst, dass man nicht gewinnen kann. Erst dann kann man überhaupt darauf hoffen,
dass in Moskau die Voraussetzungen dafür entstehen, dass sie überhaupt seriös verhandeln. So, Frau Petrowska, trotzdem gibt es natürlich auch das Schicksal der ukrainischen Soldaten in Bachmut, was gerade auch diskutiert wird, wie wir erfahren können aus Presseberichten, eben aber auch von ukrainischen Soldaten, die selber eben in dieser Art und Weise, wie an dieser Front gekämpft ist, natürlich unter einem immensen Verlust auch leiden. Ein Verlust, glaube ich, den mittlerweile in der Ukraine unglaublich viele Menschen persönlich auch erfahren im Umfeld. Ich denke, Sie auch, Sie haben darüber auch gesprochen, dass es Menschen gibt aus Ihrem Umfeld, die da gestorben sind. Ja, es ist tatsächlich so, aber ich kann nur das Zitat aus Klitschko unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass die Leute dafür ihr Leben bezahlen, dass da russische Truppen angebunden werden und gestoppt werden. Aber eigentlich Ukraine hat nicht genug Waffen. Mhm. Und also wenn man überhaupt Berichte von verschiedenen Soldaten aus Bachmut liest, und es gibt mittlerweile auch Kritik in der Ukraine selbst, auch dass sie nicht genug vorbereitet sind und so weiter. Aber wie soll man anders in diesem Krieg russische Truppen bekämpfen, wenn es keine Waffen gibt? Mhm. Sonst rutscht der Krieg immer weiter und es gibt immer mehr Opfer. Und so weiter. Also, und in meinem Freundeskreis gibt es tatsächlich Tote, und ich bin ziemlich weit von dem Krieg. Ich lebe seit 20 Jahren in Berlin, aber ich musste auch irgendwann diese Worte sagen, dass mein Klassenkamerad gefallen ist, und ich wünsche das niemandem. Mhm. Ja. Ein Plädoyer, aber eben nicht mit der Unterstützung aufzuhören. Auch wenn es Menschen gibt, die sagen, Waffen töten. Und sie töten eben auch die an der Front kämpfen. Die Waffen töten, aber ich glaube, man muss tatsächlich verstehen, was ist dieses Phänomen von Pazifisten? Also es gibt diesen Slogan, dass kein Krieg mit Frieden schaffen ohne Waffen, zum genau, Beispiel. Genau, also dass Frieden nie mit den Waffen geschaffen wurde. Und wenn das Deutsche sagen, dann weiß man nicht überhaupt, mit welchen Argumenten man agieren soll. Also man weiß dann die Geschichte des Zweiten Weltkriegs nicht oder vielleicht den Ersten auch nicht. Sie meinen, 1945 hätte es genau. nicht gegeben. Also, ich glaube, man muss tatsächlich mit diesen Menschen reden, wie man auch über andere mal gesagt hat. Das Problem ist, dass Deutschland keine Verteidigungskriege oder Befreiungskriege kennt. Und vielleicht die ganze diese Kriegsrhetorik oder Friedensrhetorik mhm. entsteht aus dieser Angst, Aggressor zu sein. Und das Wort Waffen wieder weckt eigentlich die Erinnerung an Aggression. Sie haben zum Beispiel heute über den Begriff Kriegswirtschaft gesprochen, aber eigentlich Kriegswirtschaft ist kein so schlechter Begriff im Vergleich mit dem Begriff des Krieges. Also es ist tatsächlich viel besser, Kriegswirtschaft hier zu haben als den Krieg. Herr Ischinger, Sie haben den Begriff geprägt. Was genau meinen Sie also mit Kriegswirtschaft? Sie sind nicht nur dafür, dass wir eben Waffen liefern, sondern dass wir unsere Wirtschaft ja worauf genau einstellen? Also der französische Präsident Macron hat den Begriff in französischer Sprache Économie de guerre, also ja. Kriegswirtschaft, schon im letzten Sommer benutzt. In Frankreich hat das nicht wie bei uns dieses belastete Echo aus dem Zweiten Weltkrieg, so wie Frau Gerster das vorhin ja völlig richtig gesagt hat. Warum habe ich den Begriff benutzt? Ich war der Meinung, wenn ich das jetzt nicht tue, dann hört mir kein Mensch zu. Also Sie wollten ein bisschen provozieren. Ich wollte provozieren. Mir war auch klar, dass viele in Deutschland, vor allen Dingen die ältere Generation, mit diesem Begriff genau das verbindet, was Sie vorhin sagten. Aber ich glaube, meine persönliche Rechnung ist aufgegangen. Plötzlich gab es eine Debatte. Ist dieser Begriff okay, ist er nicht? Jedenfalls ist eins klar, selbst wenn man den Begriff nicht benutzen möchte, aus historischen Gründen, ist jetzt fast allen klar, wir brauchen ein organisiertes und von staatlicher Seite vorgegebenes Hochfahren der Rüstungsindustrie, nicht nur um unsere eigenen
Nachschubsorgen zu erledigen, sondern um der Ukraine so gut, wie wir es nur irgend möglich kennen. Und ich finde es, darf ich das noch hinzufügen? Ja. Ich finde es, diese Nachricht, die seit gestern Abend oder heute Morgen durch unsere Medien geistert, ich finde das wirklich skandalös, wenn die Firma Rheinmetall mitteilt, sie ist zurzeit nur zu 2/3 ausgelastet. Wie kann das denn sein? Okay. Andere tatsächlich sagen Sie, wir brauchen diese Wirtschaft so lange, bis eben in Russland ein Einsehen kommt. Richtig. In diesem Zusammenhang würde ich Ihnen gerne einen kurzen Ausschnitt zeigen. Das ist der G20-Gipfel in Indien. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat dort gesprochen über diesen Krieg und er wurde auf offener Bühne ja ausgelacht. The war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine. Ukrainian people. Was zeigt das? Zweierlei, dass Lavrov, also die russische Regierung, immer noch sehr davon überzeugt ist, dass sie sich da verteidigt und dass die Öffentlichkeit das zeigt das überhaupt nicht. International nicht mehr der Meinung ist? Das zeigt das überhaupt nicht. Also Sergei Lavrov kenne ich persönlich seit ungefähr 25 Jahren. Das ist einer der klügsten professionellen Diplomaten, die ich kenne. Der weiß ganz genau, dass er hier lügt wie gedruckt. Und warum tut er das dann? Das ist eine gute Frage. Wenn er so klug ist? Das ist eine gute Frage. Der Mann ist fast so alt wie ich. Der könnte längst im Ruhestand sein. Er hat ja Kinder, die im Westen leben. Bei denen könnte er sicherlich seine reichliche Pension verbringen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin entsetzt. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Als er zuletzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz war. Das war also bei der letzten. Vor dem Kriegsausbruch. Ja. Letztes Jahr ist er aus guten Gründen nicht erschienen, obwohl wir ihn ja eingeladen hatten, letztes Jahr. Ja. Da ist er nicht erschienen, weil er schon wusste, ich nehme an, er wusste, dass es 4 Tage aber später losgehen wird. Trotzdem bitte nochmal, weil das ist ja, Sie kennen ja Moskau auch, Sie haben in Moskau gelebt, Sie sind zur Schule gegangen, Sie haben da studiert, Sie kennen viele Russen und sind heute noch im Kontakt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ertragen denn Ihre Freunde die Situation und diesen Krieg? Also meine russischen Freunde, also fast alle meine russischen Freunde sind entweder längst aus Russland raus oder in diesem Jahr geflogen. Es geht ganz unterschiedlich vielen. Viele konnten nicht. Also diejenigen, die sich wehren können, wehren und andere versuchen zu helfen. Aber es gibt auch viele, die mich enttäuscht haben und die nur eigenes Leben einrichten und sonst nichts. Mhm. Aber ich meine, ist jeder in dieser Situation sehr überfordert. Ich würde in dieser Situation lieber um meine ukrainischen Freunde, ehrlich gesagt, sprechen. Und ich möchte hier nochmals wiederholen, dass wir alle Frieden möchten, weil Ukraine mittlerweile auch in diesen Diskussionen über Frieden stigmatisiert wird, als wäre Ukraine an diesem Krieg schuldig. Aber dieser Krieg wurde uns aufgezwungen. Und das ist ganz wichtig, auch in einigen Schichten deutsche Bevölkerung zu verstehen. Ja. Und dass wir auch Frieden... Ich meine sogenannte Pazifisten, aber ich meine, dass wir auch Pazifisten sind, die gezwungen sind, sich mit den Waffen in diesem Krieg zu wehren. Sonst wird dieser Krieg nicht aufhören. Und das ist leider einfach eine Erkenntnis, die viele Experten teilen. Und wenn schon Pazifismus, dann muss man nicht ein Land entwaffnen, die zu Opfer fiel, sondern Aggressor. Dann muss man darüber sprechen, dass man Russland entwaffnen soll. Also Sie hätten gerne, dass Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer... Ja, genau. Sie sollen sich an Russland bitte schön adressieren und nicht an die Ukraine. Und übrigens... Und ich finde, das ist eine enorme Katastrophe für linke Ideologie und für Feminismus. Dass es überhaupt nie über irgendwelche Art Empathie gesprochen wird, sondern gerade die Erniedrigte einfach aus dem Bild geschaffen werden. Herr Ischinger, Sie haben gerade am Wochenende jetzt gesagt, es ist höchste Zeit, dass wir einen Friedensprozess in Gang setzen. Ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht möchte. Was genau meinen Sie? Sie haben ja als unter anderem als Staatssekretär damals bei Joschka Fischer auch mit dazu beigetragen, dass dieser Kosovo-Krieg endete. Also was kann man jetzt in dieser Situation machen? Was meinen Sie mit Friedensprozess? Die Lehre aus dem Vorgang 1999, an dem ich ziemlich intensiv beteiligt war, ist für mich persönlich,
wir müssen, während geschossen wird, damals wurde geschossen, für 78 Tage, wir müssen, während geschossen wird, uns so intensiv wie möglich darauf vorbereitet sein, dass wir in dem Augenblick, wo Verhandlungen möglich werden, auf diese Verhandlungen richtig vorbereitet sind. Mhm. Was mein Punkt, das war der sozusagen meine Message, der Versuch, diesen Stein ins Wasser zu werfen, ist, wir sind innerhalb des westlichen Lagers militärisch inzwischen gut koordiniert. Da gibt es diese Rammstein-Gruppe, die es regelmäßig tagt. Was wir überhaupt noch nicht hinreichend aus meiner Sicht vorbereitet haben für den Tag X, den ich im Augenblick nur in meiner Vorstellungswelt sehe, der ist ja noch nicht greifbar, der berühmte Tag X, an dem die Russen einsehen, dass es nicht mehr weitergeht, und an dem vielleicht Verhandlungsoptionen sichtbar werden. Für diesen Tag müssen wir vorbereitet sein, zwischen den USA, den europäischen Partnern und anderen, um uns klar zu werden, mal unterstellt, es käme zu einer irgendwo gearteten Demarkationslinie an der russisch-ukrainischen Grenze oder auf der Krim oder irgendwo. Wer soll die denn überwachen? Sind wir uns darüber im Klaren, wer das machen soll? Die UNO, die Vereinigten Staaten von Amerika, China oder all of the above, nicht wahr, alle zusammen? Wir haben kein klares Verständnis über die vielen, vielen, vielen Fragen, die sich dann stellen, wenn die Ukraine eines Tages mit Russland das Ergebnis der militärischen Aktion festschreiben möchte und dadurch Frieden herbeiführen möchte. Das heißt also, ich meine also, wir müssen vorbereiten. Ich bin zum Teil, ich glaube, absichtlich missverstanden worden von einigen. Ja, Frau Strack-Zimmermann hat zum Beispiel gesagt, der Ruf nach Friedensverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn sie wie Herr Ischinger erstmal nur vorbereiten will, dient ganz und gar nicht der Ukraine noch der freien westlichen Welt. Sie rufen gar nicht nach Friedensverhandlungen. Sie sagen, dann, wenn ein Waffenstillstand möglich ist. Ich sage, wir müssen uns jetzt vorbereiten für den Tag X, der hoffentlich irgendwann kommt. Und lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Ja. Es ist ja nicht falsch, wenn Joe Biden und Olaf Scholz sagen, wir werden die Ukraine unterstützen, so lange wie nötig. Mhm. Damit gehen wir aber natürlich auf das Szenario ein, das eigentlich Putins Szenario ist. Denn der möchte, nachdem es ihm nicht gelungen ist, die Ukraine im letzten Jahr handstreichartig zu besiegen, der möchte jetzt den langen Krieg, der möchte uns aussitzen, der möchte warten, bis der Westen müde wird. Unser Ziel muss ja ein anderes sein. Unser Ziel muss es sein, deswegen habe ich das vorhin ja auch schon gesagt, möglichst viel jetzt zu tun, damit dieser Krieg möglichst schnell zu Ende geht. Nicht im putinschen Sinne 1, 2, 3 Jahre dranhängen, bis es immer blutiger und immer grauenhafter wird. Und dann startet der Prozess, das habe ich verstanden. So ist es. Frau Petroska, genau. Mir fällt ein Wort, Niederlage Russlands. Sie sagen über Kriegsergebnis oder irgendwelche Ergebnisse der militärischen Aktion, aber wann soll man zu Verhandlungen übergehen? Und ich glaube, das ist ganz klar. Und ich weiß nicht, warum man so wahnsinnige Angst hat, in Deutschland über Niederlage Russland zu sprechen. Haben Sie Angst, darüber zu sprechen, Herr Ischinger? Nein, ich habe überhaupt keine Angst, darüber zu sprechen. Nur im Westen, unter Vorgaben, die im Wesentlichen aus Washington stammen, hat man ja schon zu Beginn dieses Kriegs entschieden, erstens mal wollen wir nicht Kriegspartei sein, weder die USA noch die gesamte NATO. Und zweitens wollen wir verhindern, dass wir indirekt in diesen Krieg hineingezogen werden, indem der Krieg in Russland stattfindet. Daher die Vorsicht. Das ist leider ein asymmetrischer Krieg, der im Wesentlichen zu Lasten der ukrainischen Bevölkerung geht. Und deswegen muss das Ziel sein, die Ukraine instand zu setzen, möglichst viel ihres Territoriums möglichst rasch wieder zu befreien. Das muss das Ziel sein. Ob wir das dann als eine internationale Niederlage Russlands interpretieren oder nicht, ist für mich zweitrangig. Es geht darum, das Territorium der Ukraine zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1991 wieder vollständig herzustellen. Erklärung genug, Frau Petroskaya. Okay. So viel haben wir heute untergebracht. Ich hoffe, dass wir nicht in noch einem Jahr hier sitzen. Ich sehe Sie immer gerne, aber ich würde gerne mit Ihnen auch über Literatur mal reden können. Vielen Dank für Ihr Kommen heute. Katja Petroskaya, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Wolfgang Ischinger, für heute.